Nach langer Zeit findet endlich mal wieder ein 7-Sterne-Raid-Event in Pokémon Karmesin und Purpur statt. Die Pokémon Company hat ein neues Forum-Projekt gestartet, das eine absolute Katastrophe ist. Und im neuesten Patch für Karmesin und Purpur steckt ein sehr cooler Hinweis, der darauf schließen lässt, dass uns bald legendäre Pokémon in Raids erwarten könnten. Über all diese Neuigkeiten sprechen wir jetzt in diesem Video. Oh, und wenn ich euch einen Hinweis darauf geben darf, wo ihr euch eure nächsten Games besorgen solltet, ja, die Überleitungen werden immer besser, dann schaut doch gerne beim Sponsor des heutigen Videos vorbei, nämlich Instant Gaming. Instant Gaming ist der Online-Shop für digitale Codes, Games und Online-Mitgliedschaften, wo ihr viele Spiele und Produkte teils sogar deutlich günstiger als auf den offiziellen Storefronts bekommt. Und auch diesen Monat gibt es mal wieder ein Gewinnspiel, wo ihr ein Spiel eurer Wahl kostenlos gewinnen könnt. Klickt dafür einfach auf den Link in der Videobeschreibung und der Gewinner wird am Ende des Monats automatisch benachrichtigt. Also schaut gerne bei Instant Gaming vorbei und nun zurück zu dem Video. Okay, heute ist endlich mal wieder ein neues 7-Sterne-Raid-Event mit einem weiteren Starter-Pokémon gelauncht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber das letzte Mal, dass wir ein neues 7-Sterne-Raid-Event bekam, ist mittlerweile einfach schon knapp 2 Monate her. Am 12. Mai startete nämlich zuletzt das Titan-Brigaron-Event. Dieses wurde dann aber über einen Monat lang pausiert, nachdem es vermehrt Probleme mit den Raids gab, die euer Spiel abstürzen ließen. Ich weiß, es ist quasi, als hätte die Zeit dazwischen stillgestanden. Die 13. Mai bis 6. Juli Community hat nie größere Schmach erfahren. Doch nun kommt der letzte Carlos-Starter in die Raids, nämlich Phanexis. Und zwar vom Thera-Typ Fee. Phanexis und Gortrom sind somit bis vor kurzem die einzigen Starter, die bereits im Code des Spiels sind, die aber noch kein eigenes Event erhalten hatten. Ich kann jedoch verstehen, wenn das Event hier für einige auf dem ersten Blick nicht allzu spannend ist, denn in der Zwischenzeit, in der die Raids pausiert wurden, wurden Karmesin und Purpur bereits mit Pokémon Home verknüpft, wodurch Finx und Chimpap beide quasi bereits im Spiel verfügbar sind. Aber hey, es ist trotzdem cool, dass diese Events zurückkommen und es gibt immer noch einige nice Gründe, dieses Event mitzunehmen. Das Event findet erstmals dieses Wochenende, also von heute, dem 7. Juli bis zum 9. Juli statt und wird nächste Woche vom 14. bis zum 16. Juli wiederholt. Und wie immer gibt es neben dem Phanexis selbst natürlich auch einige besondere Item-Drops. So zum Beispiel Feen-Thera-Stücke, die gewohnten Schatz-Items und auch wieder Vitamin-Items, nämlich Calcium, wenn auch deutlich weniger als sonst bei den 7-Sterne-Raids. Oh, und man kann wieder ein Fähigkeitenpflaster zu einer 1%-Chance bekommen, wodurch ich direkt in meinem ersten Raid 2 Pflaster bekommen habe. Das war ziemlich cool. Doch was kann das Phanexis denn jetzt eigentlich? Nun, dieses Phanexis beherrscht seine versteckte Fähigkeit Zauberer, wodurch es dem Gegner Items klauen kann, wenn es diese angreift. Aber keine Sorge, diese Fähigkeit aktiviert sich nicht während des Raids. Es hat ein scheues Wesen, wie immer 6 perfekte DVs und das gewohnte Titanzeichen, das ihr auswählen könnt, nachdem ihr es gefangen habt, sodass es diesen Titel immer im Kampf trägt. Und wie alle 7-Sterne-Raid-Pokémon ist auch dieses Phanexis Shiny-Locked. Aber natürlich könnt ihr wie immer hinterher Phinx-Eier ausbrüten, um dieses Pokémon in Shiny zu bekommen. Und Shiny Phinx sieht wirklich nice aus. Was die Strategie und das Moveset dieses Phanexis belangt. Das Phanexis beherrscht die Attacken Feuersturm, Psychokinese, Zauberschein, Magieraum, was eine Attacke ist, die dafür sorgt, dass eure Items 5 Runden lang keine Wirkung haben, Irrlicht und Ränkeschmied. Sobald der Raid beginnt, setzt Phanexis einmal Zauberschein ein, ohne dass ihr irgendetwas dagegen tun könnt. Es setzt sehr früh sein Schild auf und nach einem Ränkeschmied hauen die Attacken ordentlich rein. Da kann es also sehr schnell sehr gefährlich werden. Doch mit den richtigen Pokémon ist das natürlich trotzdem kein Problem und über die sprechen wir jetzt. Es gibt natürlich wie immer einige Pokémon, die man gut bei diesem Raid benutzen kann. Heatran zum Beispiel ist ganz nice, da es einfach das perfekte Typing für diesen Raid hat, mit den besten Resistenzen, die man sich wünschen kann. Ich habe auch gesehen, dass einige Leute Abogladis gerne bei dem Event nutzen. Ich für meinen Teil habe es aber ganz einfach mit Cremanzo gemacht. Auch Cremanzo hat ein fantastisches Typing mit Feuerpsycho, wodurch wir alles resistieren, was Phanexis einsetzt. Und durch die Fähigkeit Feuerfänger haben wir sogar eine Immunität gegen seine Feuerattacken. Wir spielen es hier mit einem mäßigen Wesen, dem Item Muschelglocke und den Attacken Gedankengut, Psychofeld, Flächenmacht und Säurespeier. Und ganz wichtig, es sollte vom Thera-Typ Psycho sein. Die Strategie ist, dass wir einfach direkt am Anfang des Kampfes 6-mal Gedankengut einsetzen. Dann sollten wir eine Runde überbrücken, indem wir uns heilen oder was auch immer. Denn danach setzt das Phanexis seine eigenen Statusveränderungen zurück und dann können wir 3-mal Säurespeier einsetzen, um sowohl die Spezialverteidigung von Phanexis zu minimieren, als auch unseren Thera-Kristallorb aufzuladen. Dann würde ich noch das Psychofeld aktivieren, um den Schaden von Flächenmacht drastisch zu erhöhen, aber achtet hierbei auf eure KP, da dadurch ja auch die Psychokinese von Phanexis verstärkt wird und dann spammen wir einfach Flächenmacht, bis wir gewonnen haben. Dieses Strat funktioniert sehr gut für Solo-Kämpfe, das Set ist aber auch genauso gut in Teamkämpfen einsetzbar, wodurch es vermutlich auch noch sehr viel schneller gehen würde. Aber ja,
Scrimanzo ist insane gut für dieses Event. Doch welche Pokémon benutzt ihr gegen Phanexus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Doch Phanexus ist vermutlich nicht das einzige 7-Sterne-Raid-Pokémon, das uns zeitnah erwartet. Wow, was ist das? Mewtwo? Okay, diese Geschichte finde ich super spannend. Vor kurzem ging nämlich ein neuer Patch in Karmesin und Purpurlife, der 3.2.0 Patch. Ich habe dazu in keinem Video etwas gesagt, weil der Patch an sich eigentlich nicht der Rede wert war. Er hat in erster Linie nur ein paar Texte und Attackenbeschreibungen minimal angepasst. Doch es wurden im Spiel nicht nur ein paar Texte geändert, sondern auch eine besondere Nachricht hinterlassen. Der bekannte Dataminer Sibuna Switch bearbeitete somit kürzlich die damals aktuellen 7-Sterne Briaron Raids und ersetzte Briaron darin durch Mewtwo. Dabei fand er heraus, dass die mysteriöse Nachricht erscheint, sobald man mit einem Mew gegen besagtes 7-Sterne Mewtwo antritt. Die Nachricht lautet dann: Mew is going to go all out against this formidable opponent. Oh, schon klar, Mewtwo ist nicht krass, er ist ein formidabler Gegner. Diese Nachricht erscheint nur bei Mew und auch nur, wenn man es gegen ein 7-Sterne Mewtwo einsetzt. Doch das ist noch nicht alles. Das Mew bekommt in diesem Kampf auch einen 50-prozentigen KP-Boost und alle anderen 5 Statuswerte werden ebenfalls um 20% weiter erhöht. Und gewinnt man den Kampf, ist es in dem Fall das Mew, welches abschließend das Titanzeichen erhält, welches sonst nur von den 7-Sterne-Raid-Pokémon getragen wird. Das alles lässt also durchaus vermuten, dass wir in naher Zukunft mit einem 7-Sterne-Mewtwo-Raid-Event rechnen können. Ich meine, Mewtwo und Mew kommen derzeit in allen möglichen Pokémon-Spielen vor. Mewtwo ist ein neuer spielbarer Charakter in Unite, Mew bekommt ein eigenes Event in Cafe Remix, Shiny Mew kommt demnächst nochmal in Pokémon Go vor. Es würde also ziemlich gut hineinpassen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ähnlich wird wie das Mewtwo-Event, das wir vor langer Zeit mal in Schwert und Schild hatten. Dieses war deutlich schwerer als alle anderen Raid-Events damals und man konnte Mewtwo auch nicht abschließend fangen. Dafür hat man wiederum extrem gute Item-Drops bekommen. Ob das hier auch so sein wird, das wird sich noch zeigen. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir vielleicht mit einer Mew-Verteilung rechnen können oder ob wir Mew für so ein Event aus älteren Spielen per Pokémon Home übertragen müssten. Aber das könnte ich mir fast nicht vorstellen. Viele offene Fragen, mal schauen, was Game Freak daraus macht. Aber alles in allem auf jeden Fall eine super spannende Entdeckung. Oh, und in der Zwischenzeit wurde auch noch ein neues Geheimgeschenk angekündigt. Ihr könnt euch jetzt bis zum 31. Juli 50 Kampf-Terra-Stücke über den Code TerraTypeChange herunterladen. Und gestern gab es einen neuen Trailer zu Pokémon Sleep. Es kommt Ende Juli raus. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie diese App funktionieren wird. Aber das ist auch egal, denn guckt euch dieses süße Pikachu mit der Schlafmütze an. Ich liebe Videospiele. Ansonsten haben wir noch ein Thema, das einfach so Pokémon ist. Pokémon hat nämlich vor kurzem ein neues Feature auf ihrer offiziellen Website veröffentlicht, was natürlich jeder von euch mitbekommen hat, denn wer ist nicht regelmäßig auf der offiziellen Pokémon-Website? Oh, doch so viele? Und zwar ein offizielles Community-Forum, worin sich Spieler über News und alle möglichen Pokémon-Themen austauschen können. Ich will ehrlich sein, ich habe gedacht, Foren wären vor langer Zeit ausgestorben und ich kenne wirklich niemanden, der eines in den letzten paar Jahren genutzt hat. Es tut mir leid, Pokémon, aber wenn es nicht das Miiverse ist, ist es mir egal. Ich möchte anderen Internetmenschen wieder digitale Flaschenpost zuschicken können. Vom Konzept her dennoch schön, eine offizielle Plattform zu haben, die es Spielern ermöglicht, sich auf sicherer Ebene mit anderen über ihre Lieblingsreihe auszutauschen. Aber scheinbar wird dieses Forum absolut nicht moderiert. Die ganze Seite ist voll mit fragwürdigen Themen und Threads, die meine Augen brennen lassen. Nerdiest Alpaka, ich fühle dich. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Pokémon Company auf diesen heftigen Spam reagiert hat. Was? So funktioniert das Internet? Die Diskussionen scheinen sich in anderen Bereichen des Forums deutlich themenbezogener zu verhalten. Aber wenn man das Forum öffnet und das erste, was man sieht, ist eine Diskussion darüber, welche Pokémon jemand attraktiv findet, das ist schon etwas besorgniserregend. Und unnötig. Ich meine, in dem Fall könnte ich auch einfach YouTube-Kommentare lesen. Mal sehen, wie Pokémon darauf in Zukunft reagieren wird. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine ziemlich bizarre Geschichte irgendwie. Doch am meisten freue ich mich darauf zu erfahren, was es mit Mewtwo und Mew auf sich hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Und falls ihr noch mehr Pokémon-Content von mir sehen möchtet, klickt als nächstes gerne auf dieses Video.